So, da sind wir wieder bei Let's Play GTA San Andreas und ich war fleißig seit dem letzten Mal. Ich habe ein bisschen Gangkrieg gespielt und wie ihr seht, habe ich mich auch mal neu eingekleidet. Hatte ursprünglich sogar noch ein kleines Hütchen auf, aber mein Afro hat mir dann doch besser gefallen. Irgendwie sehen wir aus wie Lenny Kravitz, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Ja gut, zwischendurch war ich sogar mal fett und bin dann wieder dünn geworden, denn ich bin mal ganz kurz nach Tierra Robada, ihr erinnert euch, das ist westlich von Las Venturas, abgebogen, um die eine Freundin klar zu machen und die steht nun mal auf Dicke. Deswegen musste ich mich mal kurzerhand fett fressen. Ja, und diese Freundin habe ich deshalb nochmal angesprochen, weil die uns ermöglicht, verhaftet zu werden, ohne dass wir unsere Waffen verlieren. Das war dann doch mal ganz praktisch gewesen, als ich Gangkrieg gespielt habe. Und seit Ewigkeiten versucht mich irgendjemand anzurufen und ich habe keine Ahnung wer, weil ich gehe nie ran an den Anrufer, aber es nervt wie Sau, denn ständig klingelt das Telefon. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, wer da anruft, dann zeige ich euch, was ich so gemacht habe zwischen den Aufnahmen und dann starten wir mit der nächsten Mission. Also raus mit uns, wir haben einiges zu tun. Da ist auch schon unser Anruf, da können wir gleich hier durchgehen, das ist ganz schön. Na dann, wer stört denn hier die ganze Zeit? Hello, Claude, baby. I thought I called to say how much I love you and how well endowed you are. Nah, Catalina, it's Carl. I think you got the wrong number. Oh, Carl. So sorry. It is such an easy mistake to make, especially when I am so light-headed with love and lust. Yeah, well, I... No time, bye! Ernsthaft? Für diesen Anruf hat bei mir die ganze Zeit das Telefon geklingelt. Ich hasse Catalina. Sie ist so schrecklich. So, ein bisschen Geld eingesammelt. Ihr seht, es ist grün hier in der Umgebung. Und es ist nicht bloß hier in der Umgebung grün. Die ganze Stadt gehört der Grove Street. Und ich sage euch, teilweise ist das ein verdammt hartes Stück Arbeit. Wartet mal, wo war denn das? Das war irgendwo hier drüben gewesen. Hier? Nein, guckt mal, das ist so ein kleines Stück, das ist ohne Gang-Territorium. Aber es ist, glaube ich, nicht das gewesen, aber so ein ähnliches Stück, das sah auch so aus von der Größe her. Das ist nur eine Brücke, die, weiß ich nicht, 10 Meter lang ist oder so. Und das ist ein ganzes Viertel, auf dem man dann drei Vagos finden muss, die man abknallen muss, um einen Gangkrieg zu starten. Ja, CJ ist wieder gut dabei. Also teilweise ist es echt lächerlich, was für kleine Viertel man hat. Auch falls ihr euch an die Mission Reuniting the Families erinnert, als die Grove Street Families sich im Jefferson Motel treffen wollten, was dann sehr schief gegangen ist, weil eine Polizeirazzia stattgefunden hat. Ganz am Anfang, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, hier in Los Santos. Dieses Motel, nur das Motel für sich, ist ebenfalls ein Viertel. Und findet mal darauf irgendwelche Ballers, die ihr umbringen wollt. Ganz großartig. Also deswegen habe ich das auch abseits der Aufnahmen gemacht, weil es halt wirklich immer wieder das Gleiche ist. Ein paar Gangmitglieder umbringen. Lustigerweise habe ich festgestellt, man muss nicht zwangsweise die Gangmitglieder umbringen, mit denen man einen Bandenkrieg starten will. Also da hatte ich eine Stelle, da waren ein Ballas und ein Vagos-Gebiet direkt nebeneinander. Hört doch mal auf zu quatschen hier, Mensch. Und ich habe drei Vagos umgebracht und habe einen Bandenkrieg mit den Ballas gestartet. War ganz witzig. Ja, jedenfalls, weil man eben immer bloß ein paar davon umbringen muss und dann eben drei Wellen überleben muss. Deswegen habe ich das gleich alles komplett abseits der Aufnahme gemacht. Weil es halt wirklich nicht spannend ist. Und jetzt können wir hier jederzeit ordentlich Geld verdienen. Ihr seht, es sind schon wieder fast $500 drauf. Und quatsch doch nicht so viel. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal mit Sweet weiter. Der müsste jetzt eigentlich total zufrieden mit uns sein. Aber ich nehme an, er wird immer noch ziemlich pissig sein. Denn in seiner Realität ist die Grove ja immer noch ziemlich am Boden. Und sein Leben ist zerstört, denn er kennt ja nichts anderes. Drama, Drama, Drama. Schauen wir es uns an. Beat down on beat up. Just a little bit of party. I heard you was down. So I got a gift from beat up. Come on now, I can't do that. Come on, sweet, come on. Make sure you enjoy this. This is a rich man's high. All the players are doing it. I know you're gonna enjoy this. It takes the pain away. Oh, yeah? Oh, what the hell are you doing? Shit. Man, everything is KKK. Man, I just wanna see what's so good. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood.
I might as well let it destroy me too. Man, you don't need that shit, Sweet. What do you know about this? This is what it boils down to now. Come on, Sweet, soak the smoke. Hey, man, that shit steal your heart. You can't see that? This bitch talk nice to you and this what you do? Fuck! You're gonna have to deal with beat up. What? Beat up? We can handle that shit right now, man. Get your hands off me. Your ass out of here. Bitch! Bitch! You got a problem? Okay, begib dich zu Beat-Ups Haus. Das. What are you thinking back there, bruh? I'm tired, man. I'm real tired. Tired of putting in the work, and still shit don't get better. Tired of seeing my family fall apart. Sweet, man, you got more heart than that. Sure, things are screwed up now, but we finna turn a corner, man. The day is coming when the Johnson family will be at the top, and it's coming real soon. I hear you, CJ. You're there for us. I know that. Ja, eigentlich ist die Johnson-Familie, dadurch, dass die Grove Street jetzt alles hat, ja im Prinzip schon ganz oben. Aber egal, das wird Sweet erst später realisieren. Ja, das war ziemlich knapp mit Sweet, ne? Also der scheint sich da ziemlich in die Scheiße reinreiten zu wollen. Dem müssen wir ein bisschen helfen. Und ganz ehrlich, ich hau gern irgendwelchen Drogendealern auf die Fresse, die versuchen hier das Viertel wieder unsauber zu machen. Und es ist richtig schön, dass hier nirgendwo mehr irgendwelche Gangmitglieder rumspringen. Also von anderen Gangs jetzt natürlich. Denn da hat man einfach mal seine Ruhe. Es ist so herrlich. So wunderschön. Also dann hauen wir ihm auf die Fresse. Hey, Peter, open up! Peter! Hey, open the door, punk! Fool! Yo, Dup ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, yo, yo! You messing up with cat's colors, speak dude! Speak up, fool! Yo, I got some, a little some, just what you and need. And I don't want none of that shit! No, no, no! Split your wig right now! No, you tripping, man. Come on, put the gun down. He a face head, man. Shit, he wearing family colors? That's supposed to make him somebody. Look, fool. Tell us where Beat Up is, and we out of here. He live over on Glen Parkway. His boy always there. Give a cat what he needs. You lucky. Glen Park, die Hütte, die wir mal freigeräumt haben? Fahr nach Glen Park. Okay, ich glaube, wir dürfen nochmal Bandenkrieg spielen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Das kriegen wir ohne Probleme hin. Oh, man, Glen Park. Heart of Kilo Trey's country. Fuck it, I'm down. And that fool had it coming too long. We'll take the whole neighborhood apart. Yeah, that's wrong. Das werden wir tun. Ne, wir hatten doch schon mal Glen Park erobert und damals haben wir doch auch irgendeinen... Oh, lila. Ich weiß es nicht, dass ihr das ernsthaft wieder lila gemacht habt. Damals hatten wir doch auch einen Drogendealer fertig gemacht, der dann in einer Hütte gewohnt hat. Ich frage mich, ob Beat-Up jetzt genau da wohnt vielleicht. Naja. Greif die Ballers an und erobere ihr Gebiet. Das sollte möglich sein. Das sind zwar nur zwei, aber ist mir egal. Ich niete sie alle um. So, wir finden schon noch... Huch. Wir finden schon noch ein paar andere. Und wir finden natürlich auch wieder Bullen. Das ist auch ein großer Traum, wenn man hier Gangkrieger starten will. Wenn man dann sich mit Bullen auseinandersetzen muss. Ah, wunderbar. Jetzt kann ich den auch umbringen. Das Schöne ist, wenn der Bandenkrieg einmal gestartet ist, dann kann man problemlos auch Bullen umnieten. Man bekommt keine Sterne dazu. Es bleibt bei einem Stern. So. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Muni einsammeln. Also Motorrad ist übrigens auch eine sehr gute Wahl, wenn man hier solche Kämpfe veranstalten will. Man ist schwer zu treffen, weil man eben sehr schnell ist. Aber kann schön im Vorbeifahren nach vorne rausballern. Und die Kerle umnieten. Das ist natürlich auch witzig. Sweet hinten drauf mit einem Sturmgewehr. Gut, so ein bisschen wird man halt schon getroffen, aber das geht schon noch. Gut. Muni her, die nehme ich sehr gerne an mich. Okay, die haben bloß hier ihre Micro-SMGs. So, jetzt muss man ein bisschen mehr aufpassen, denn jetzt kommen die auch mit größeren Waffen. Oh, shit. Runter. Scheiße, scheiße, scheiße. Sweet. Ja, Sweet hat einiges abgekriegt.
Dann machen wir das eben lieber zu Fuß. Ist auch okay, das geht genauso gut. Komm mal her hier, mein Freund. Ey, komm mal her. Siehst du, sag ich auch. Komm mal her. Oh, what? Irgendwie ist die Waffe nicht so... Keine Ahnung, manchmal hat man das Gefühl, dass sie überhaupt nicht zielsicher ist. Ich habe ja mittlerweile eigentlich Hitman-Level für die, aber manchmal ist Hitman-Level echt für den Arsch. Also Waffenskill ist voll. Übrigens auch der Respekt sehr, sehr voll mittlerweile bei mir. Der ist so voll, dass wenn da eine neue Anzeige kommt, also dass es sich irgendwie verbessert hat, dass die schon, ich glaube, doppelt so weit geht, wie eigentlich es möglich ist, die Anzeige auszufüllen. Die geht dann immer völlig über das Layout hinaus von dem eigentlichen Respektbalken. Na gut, dann müssen wir den Spaß halt nochmal machen. Habe ich sehr viel Lust drauf. Ich mache das jetzt gleich mal ohne Unterbrechung. Geht ja relativ schnell. Normalerweise mache ich da ja immer einen kurzen Break rein, damit ihr nicht so viel Zeug seht, was ich schon mal gemacht habe. Aber bei den 2 Minuten, da geht das schon. So, dann machen wir den Spaß nochmal auf eine vernünftige Art und Weise. Komm mit, Sweet. Los, schneller. So, auf. Was macht der denn? Gut, das Gequatsch kennen wir schon. Das ist ja jetzt nicht mehr so interessant. Großes Geheule von Sweet. Und dieses Video können wir dann auch überspringen. Dann geht's ein bisschen schneller. So, und jetzt zack rüber nach Glen Park und dann machen wir die Sache fertig. Ich muss sagen, Sweet dabei zu haben, behindert mich eher immer. Das Problem ist, man muss eben immer auf den Kerl aufpassen und das lenkt die Aufmerksamkeit davon ab, die Kerle umzubringen, denen man sich eigentlich widmen möchte. Und das nervt. Ich muss sagen, ich führe Bandenkriege weitaus lieber alleine. Na gut, schauen wir mal, ob wir es diesmal besser hinkriegen. Ich habe mich ja zugegebenermaßen nicht so glücklich angestellt. Die Sache ist halt auch, auf dem Motorrad, als es gebrannt hat, wenn ich alleine... Was ist denn... Hallo? Hallo? Auto? Ich weiß gar nicht, was jetzt los war. Naja, jedenfalls, wenn ich da alleine gewesen wäre auf dem Motorrad, wäre ich einfach während der Fahrt abgesprungen. Aber mit Sweet hinten drauf kannst du das auch nicht machen. So. Wo fahren denn die Bärles hin? Ach, sieh mal an. So, neuer Versuch. Auf geht's. Ich steig erstmal fix ins Auto. Ja, komm mal mit, Sweet. Erstmal immer ein bisschen Abstand gewinnen und dann schauen wir mal. So, ich nehme am besten gleich das Sturmgewehr. Das macht die Sache ein bisschen sicherer. Das Ding hat mehr Wumms und auch eine höhere Reichweite. Wie ihr sehen könnt. So. Erste Welle ist fast durch. Und ich gehe mal fix Muni sammeln. Ganz, ganz fix, denn hier liegt viel SMG-Muni rum. Gut. Sweet, bleib wo du bist. Und rühre dich nicht. Alter, bleib hier. Okay, kümmern wir uns erstmal um die da drüben auf dem Fußweg. Ah. Ich sollte natürlich auch so schießen, dass ich sie treffe. Oh, sieh mal an. Erstmal die vielleicht. Sweet geht mir gewaltig auf den Sack. Der springt mir immer im Bild rum. Oh, shit. Der schießt kaum mal. Also ganz ätzend mit dem Kerl. Jetzt sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen was zum Heilen sammeln. So, her mit der Weste. Da fühle ich mich schon mal ein ganzes Stück sicherer. Oh, shit. Sweet ist jetzt garantiert genau bei denen dort, oder? Ja, komm mal schnell hergerannt, Alter. Und fangen wir mal an zu schießen. Wie wäre es damit? Oh, fuck. Okay, alles gut. Jawoll.
Dieses Viertel gehört dir. Hey, come on, man. I thought we was bang. Okay, the neighborhood is sold up now. No sign of beat up, though, dog. Check the place over there. Oh ja, erledige Beat-Ups, Wachen. Komm erst mal kurz rüber, Sweet. Komm erst mal rüber und dann machen wir das. Alter, die treffen mich auch durch den Busch durch. Das ist gemein. Man sieht überhaupt nichts hier. Kann ich das auch? Ah, scheiße. So, jetzt aber. Das ist ganz gut. Da haben wir ein bisschen Sicherheit dabei. Und können die Kerle aus dem Verkehr ziehen, denn ich bin ein bisschen zielsicherer als die. Gut, Sweet steht einfach nur da, direkt neben denen und ihm geht's gut, ist klar. Versteckt er sich hinter dem, hinter der Säule da? Na gut, was soll's, wir haben's geschafft. Glaube ich. Ach nee, da drüben sind noch welche. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Wo ist denn da noch einer? Ich könnte ein bisschen Leben gebrauchen, muss ich zugeben. Nehmen wir die Waffe in die Hand. So, und dann schauen wir mal von hier aus. Ich hätte mich hier verstecken sollen, das wäre ganz gut gewesen. Ach, da ist noch einer. So, stell Beat-Up zur Rede, das machen wir gleich. Wir schauen erstmal ganz, ganz kurz, ob wir noch... Oh nein, ein Bulle, ernsthaft. Ob wir hier noch irgendwo was zum Heilen rumliegen haben? Nein. Sweet? Irgendjemand? Könntet ihr mir kurz helfen? Da, der Bulle? Ja, ach Sweet, warum sollst du mir helfen? Na klar. So, aber irgendwo muss es da hier was zum Heilen geben, oder? Gar nichts? Scheiße. Na gut, dann lass mal ganz kurz hier den Stern noch nehmen. Damit er mir nicht weiter auf den Keks geht, der Bulle. Und ich wieder eine Schusswaffe in die Hand nehmen kann. So, und jetzt widmen wir uns mal unserem Freund wieder. Ab geht's. Say something! Hey, hey, nah! I ain't no choice, I was threatened. Shit came from the boss, homie. What? Pop this motherfucker, man. I'm tired of hearing this bullshit. Nah, man. I'm sorry, dog. Huh? Smoke's fucking crazy. He paranoid. Just sitting in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you that. Then I'll snap your fucking tongue out. I ain't saying nothing, homie, because I don't know. Only his lieutenants know where he at. I'd have wet your shirt anyway. Bear! Hey, Bear, get the fuck out here! What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot them! The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? I'm tired of smoking. Bear, what the fuck you doing? I'm tired of Come on, man. And I'm tired of doing your fucking housework. Oh, shit. I'm free. Man, what the fuck you do that for, man? CJ, man, come on. Put me back on the team. Give me 20 bucks and I'm all yours, man. Blast from the past. Hey, let's take a ride, homie. I'm gonna shoot you somewhere you gonna enjoy. Yeah, Bear ist draußen. Super. I got Bear's back, man. Alright, I'll see you in a minute, Bear. Where we going, Sweet? Someplace we can get old Bear back. What the fuck? Alright, I'm down for that. Okay, jetzt haben wir bloß das Problem. Ich glaube, die Karre steht auf Sweet drauf, oder? Ernsthaft? Ah, gut. Ihr seht, der Respektbalken ist etwas zu kurz geraten. So, damit hätten wir das auch geschafft. Glen Park gehört wieder uns, auch wenn es uns eigentlich schon gehört hat. Und Big Bear ist endlich aus den Fängen des Cracks und den Fängen von Beat-Up befreit. So, ich werde mir mal ganz kurz diese Hütte kaufen gehen, um gleich hier speichern zu können. Wobei, wir müssen sowieso darüber wieder, oder? Ja, warum sollte Sweet auch irgendwo anders uns hin haben wollen als in die Grove Street? Gut, dann werde ich auch da speichern gehen. Dann verzichte ich drauf, die Hütte hier zu kaufen, ganz ehrlich. So, Smoke ist also der große Big Boss. Der ist auch der einzige neben Tempany, der noch auf der bösen Seite sozusagen steht und die noch übrig sind. Ansonsten ist da ja eigentlich niemand mehr. Aber das reicht aus. Die beiden reichen aus, um immer noch sehr für Ärger zu sorgen. Jetzt ist es aber soweit, dass wir stark genug sind, um hier den Laden wieder aufzuräumen. Also wir haben ja hier schon ganz gut angefangen. Das Crack sollte damit eigentlich erledigt sein, das Thema Crack. Aber es gibt noch einiges anderes zu erledigen.
Nicht nur mit der Grove Street, sondern auch mit Caesars Gang. Und Caesar hat uns ja auch sehr geholfen, von daher sollten wir ihm auch helfen. Ist schließlich quasi unser Schwager.